Das ist aber nicht erlaubt, junge Frau. Das ist Grabraub. Was wollen Sie von mir? Halbe, halbe. Hallo! So, warte doch! Mia! Kennst du mich denn nicht mehr? Abiturjahrgang 71. Oleg. Das ist ja ein Ding. Du bist noch genauso schön wie damals. Oleg, das gibt's doch gar nicht. Sag mal, lebst du immer noch am Bodensee? Lebte. Bis zu meiner Scheidung vor einem Jahr. Und wo bist du jetzt? In Dresden. In Dresden? Ja, ich habe jetzt da eine Praxis. Plastische Chirurgie. Oh. Und was machst du hier in Bautzen? Ich nehme mal an, das Gleiche wie du. Die Eltern besuchen und dann, tja, das Heimweh. Ich bin das erste Mal wieder hier, seit der Beerdigung meiner Mutter. Das sind jetzt fast 23 Jahre. Was hältst du davon, wenn wir Mittagessen in unserer alten Kneipe? Die sieht zwar nicht mehr so aus wie früher, aber... Ist sicher ganz schick. Ja. Mist! Traudel! Du, Traudel! Ich habe eine Idee. Pass auf. Wir machen für Connys Verlobung nochmal Osterfeuer. Ha? In der Scheune bauen wir das große Buffet auf und du sagst ja gar nichts. Was hast du denn? Nichts anzuziehen. In dem neuen Kleid sehe ich unmöglich aus. Was ist denn los? Ich kann anziehen, was ich will. Neben ihr sehe ich wie ein Aschenputtel aus. Ach, das ist es. Wegen mir? Ja. Die ist immer noch so schön. So? Woher weißt du das? Ich habe ein Foto gesehen. Bei Jun. Na und? Sie war deine Jugendliebe. Und weiter? Jugendlieben sterben nicht. Ach, was du denkst. Damals waren wir ja noch Kinder. So. Als ich euch in der Feldscheune überraschte. Weißt du noch? Nach dem Osterfeuer. Da lagen keine Kinder im Heu. Traudel, was ist denn los? Jetzt, nach 25 Jahren? Vielleicht hast du mich ja nur genommen, weil sie auf und davon ist damals. Was fängst du denn jetzt damit an? Weil sie herkommt. Na und? Sie wird noch öfter kommen als zukünftige Schwiegermutter von unserer Conny. Jahrelang hat sie nichts von sich hören lassen. Aber jetzt, wo sie ihren Mann verloren hat, ist doch merkwürdig, dass sie sich ausgerechnet auf dich besinnt. Nur weil ihr Sohn eine Unterkunft sucht. Das ist doch nur ein Vorwand. Ihr geht's doch um was ganz anderes. Doch nicht etwa um mich, wo ich mit dir schon so ausgelastet bin. Ach, Affe. Ausgerechnet auf dem Friedhof. Und da geht er also heute essen. Du scheinst dich ja hier recht wohl zu fühlen. Hübsch, die beiden. Schon möglich. Bist du immer noch so wählerisch? Das hoffe ich. Und ich dachte, du hättest endlich ein Mädchen gefunden. Erzähl mal, was gibt's Neues in Berlin? Mieterhöhung, Baustellen ohne Ende, Hundedreck. Ohne Ende. Was gibt's Neues bei dir? Nichts. Du hattest mir doch eine Überraschung versprochen. Dr. Steinberg, bitte in die Notaufnahme. Du wirst ganz schön staunen. Bin gleich wieder hier. Hast du was vergessen, Conny? Ach, bloß meine Peitsche. So, das reicht jetzt. Das große Feuer, das machen wir erst am Montag zur Verlobung. Das ist immer neue Mode. Finger weg, ich meine. Bitte. Du musst doch nicht wundern, wenn eine Kugel wird genannt wirst. Andauernd brennt sie jetzt auf dem Hof. Osterfeuer, Hexenfeuer, Johannesfeuer, Apfelfeuer. Hier. Also. Na gut, nimm.
Wo viel Hitze ist, war da ist auch viel Durst. Friedrich! Die Katze ist schon wieder in meinem Willst Zimmer. Willst du nur still sein? Dein lautes Geplärr! Du musst das ganze Dorf blamierst der ganze Familie! Du, pass mal lieber auf deine Katze auf, ja? Du machst da ja noch Jux draus. Ich? Bist du mein Trost, ey? Was ist denn? Also, müsst ihr euch denn immer zanken? Wir, und das am Ostersonnabend? Wir zanken uns doch gar nicht. Aber der hat schon wieder die Katze ins Haus ist gelassen. Ist doch, was du mich kannst? Kreuzweise kannst du mich ja mal. Mama, du machst aber auch ein Gewese wegen so einer Maus. Die hat doch mehr Angst als du. Meint ihr wirklich? Ich denke schon, ich schau trotzdem mal nach. Das war so eine Maus. Und die hat gequiekt. Ja, das ist bei Mäusen so. Keiner nimmt mich vor voll. Du meine Güte. Was ist denn? Audi, du hast ja noch nicht einmal die Kartoffeln geschält. Ja, ich schaff's bald nicht mehr. Und wenn Conny erst verheiratet ist, fällt's auch noch aus. Echt macht es. Die ist nicht so dumm wie du. Die hat sich gleich ein Richtchen rausgesucht. Hab ich doch auch. Du hättest was Besseres kriegen können. Der hat ja nicht mal sein Abitur geschafft. Und aus dir hätte auch was Besseres werden können. Als seine Magd. Jetzt hör aber auf. Schließlich bin ich Chefin. Dafür hättest du kein Abitur gebraucht. Mutter, jetzt ist Schluss! Ich hab dir schon 100 Mal gesagt, dass ich mir keinen besseren Mann wünschen könnte. Und du dir keinen besseren Schwiegersohn. Wer hat dich denn hierher geholt, nachdem Papa gestorben war? Und wer hat dir denn über Elviras Tod hinweggeholfen? Hast ja recht. Trotzdem hättest du was Besseres finden können. Oh. Ich hab's in das Agat gehabt. Aua. Was ist denn passiert? Ich hab so eine Bauchschmerzen. Ich glaube, ich brauch keinen Arzt. Bin ich zufällig? Habe ich aber Glück gehabt. Wo tut's denn weh? Na hier. Ja, ist schon viel besser. Ja, da muss ich Sie jetzt irgendwas fragen. Was hat denn so ein schönes junges Mädchen wie Sie allein an so einem einsamen Ort zu suchen? Na was wohl? Märchenprinzen natürlich. Märchenprinzen sind ausgestorben. Wie wär's denn mit mir? Sie haben nicht das Mindeste von einem Prinzen. Aber ich kann... Küssen wie ein Prinz? Warum kommst du denn so spät? Seit einer geschlagenen Stunde warte ich schon auf dich. Nur weil ich... Weil. Wir wollten noch zum Osterfeuer. Aber das ist doch erst heute Nacht. Dich habe ich ein bisschen Bammel. Vom Osterfeuer? Nee, vor deiner Mutter. Die wird dich schon hier auffressen. Das meine ich doch gar nicht. Du hast mir immer von deiner engen Bindung zu deiner Mutter erzählt. Und wenn ich da so plötzlich komme, weißt du, dann ist sie vielleicht eifersüchtig auf mich, wenn ich mich zwischen Mutter und Sohn... Ja was, die freut sich noch in dem Bauch, wenn sie hört, dass ich endlich die Richtige gefunden habe. Meinst du? Ja.
wahr ist. Doch, es ist wahr. Weißt du, mir... Ich hoffte einfach, dass wir zwei... Oleg, das hätte ich dir nie zugetraut. Aber das ist doch schon so lange her, Mia. Das war eine Jugendsünde. Das war eine Jugendsünde? Ich hab das mein ganzes Leben mit mir rumgeschleppt. Aber Mia, bitte. Mia! Mia, bitte entschuldigen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass sich das heute immer noch so trifft. Kann ich das jemals wieder gut machen? Ach, Oleg, du weißt ja nicht. Was? Was weiß ich nicht? Jon ist Krishans Sohn. Was? Weiß Krishan das? Keiner weiß es. Nur mein Mann wusste es. Wenn er nicht gewesen wäre damals. Ich habe mich umgebracht. Mia, ich würde gern alles rückgängig machen. Alles. Wenn ich nur könnte. Lass mal, Oleg. Es ist doch noch alles gut geworden. Mein Mann war Jon ein guter Vater. Jon hat sehr an ihm gehangen. Die beiden waren ein Herz und eine Seele. Ich muss dir nur versprechen, dass Joni etwas davon erfährt. Und Krishan? Deshalb bin ich hergekommen. Es gibt da ein Problem. Wann willst du es ihr denn sagen? Erst am Verlobungstag? Gleich, wenn sie kommt. Sie wird dich sehen und wird fragen, wer ist denn diese schöne Kleine mit dem reizenden Popo? Aber keine Details verraten. Natürlich, die sind doch das Salz in der Suppe. Und dann werde ich sagen, diese schöne Kleine mit dem reizenden Popo und den noch reizenderen Brut ist Krishans Tochter. Gefällt sie dir? Und dann wird sie sagen, Mensch, Jon, wäre das nicht eine Frau für dich? Oder bist du immer noch so wählerisch? Und dann werde ich sagen, hey, Mama! Ein hübscheres und intelligenteres Mädchen gibt es doch gar nicht. Hey! Ja, dein Alter habe ich es auf 12 gebracht. Zu Ostern. Schaff ich auch, wenn ich will. Oh Gott, bloß nicht. Wer hat denn die gekocht? Du wohl! Nur ausnahmsweise. Fang doch nicht schon wieder. Ist ja gar nicht klimprig heute. Schmeckt ja wie Abwaschwasser. Da ist doch Eier, wie sich das gehört zu Ostern. Ja, für euch vielleicht. Ich will meine Mehlsuppe. Schöne Ostern. Warte, Opa, ich koche die neue. Dafür hat sie Zeit. Aber mein Osterwasser hat sie mir nicht gebracht. Aber Grusel, das steht doch schon im Hof. Im Hof steht nichts. Aber ich habe die Kanne doch selbst hingestellt. Osterwasser, Plapperwasser, Aberglaube, Weiberkram. Vater, hast du vielleicht... Na, freilich. Die Schweine hatten Durst. Die Schweine? Habt ihr das gehört? Du hast doch nicht etwa... Stand da vor der Stalltür, das Wasser. Also das... Das hat er mir doch wieder zum Schuhe gemacht. Der Wurzelkopf, der. Na, was sich neckt, das liebt sich. Und sie brauchst du Osterwasser. Du bist doch so schon 100 Jahre alt. Aber Opa, das ist doch nicht nur wegen der Gesundheit. Das macht doch eine glatte Haut. Eine glatte Haut? Schweineärsche haben eine glatte Haut. Der Mensch zeigt seine Jahre. Erspar mal deine Witze. Und überhaupt, wie sitzt du denn am Tisch? Mit ungewaschenen Händen. Und angezogen bist du auch nicht. So? Sitzt ihr etwa nackt am Tisch? Wir kriegen heute Besuch. Nicht wahr? Und da würde ich ja nur anstandshalber was anziehen. Ist doch bloß der Oleg und die kleine Tum. Die hören doch reden weg schon zur Familie. Feine Familie, würdest du denken, in die mein Sohn da einheiraten will. Ach was, meine Mutter ist nicht so. Jedenfalls, sie stammt aus einem guten Hause. Hat sie nicht Latein studiert? Romanistik, in Leipzig. In
Leipzig. In meiner Heimat. Ach, da hat sie wohl auch deinen Vater kennengelernt. Vorher ging sie ja mal mit Krishan. Aber dann hat sie eben doch was Besseres gefunden. Jetzt schlägst Reizen. Was Besseres. Ha! Was du wieder zusammennörgelst. Das höre ich ja heute zum ersten Mal, dass meine Mutter. Und ich dachte immer, mein Vater sei ihre erste Liebe gewesen. Schließlich haben sie ja sehr jung geheiratet. Heiraten müssen könnte ich mal zusammenreimen. Was du dir so zusammenreimst. Mein Gott, wenn ihr das Osterreiten nicht verpassen wollt, müsst ihr aber jetzt los. Oh Gott, das hätte ich fast vergessen. Komm, Jungs. Ja, los, komm. Conny, ihr geht doch an Elviras Grab. Wenn er in Bautzen seid. Na klar doch. Machen wir. Morgen wäre sie 42 Jahre alt geworden. Ach, wartet ihr mal. Ich gebe euch ein paar Blumen mit. Dass ich sie nicht verbinden kann. Das ist nur über 20 Jahre her. Welche Mutter kann das schon? Wer kocht mir jetzt meine Mehlsuppe? Ob das seine Freundin ist? Ich würde sagen, das sieht ganz so aus. Ein hübsches Paar. So ein Schlawiner. Komm, wir gehen weiter. Darf ich mal? Willst du denn jetzt noch einmal einen Scheiterhaufen umbauen? Na klar. Verlobung ist da nur einmal im Leben. Pass auf, und wenn der Besuch dann kommt, dann schweigst du wie ein Grab. Da bin ich ja Klatschweib. Du müsstest ja nicht von der Verlobung sagen. Genau. Hab das der auch gesagt? Ja, du, was hast denn du schon wieder mit mir? Friedrich, wie du immer noch rumläufst. Na und? Kannst du dir das immer noch nicht merken? Die Toiletten sind jetzt im Haus. Toiletten, Abtritt ist das nicht deutsch. Mach auch viele zu vornehmen. Überall Teppiche hin. Badvorleger heißt das. Und in der Mitte der Thron. Na, ich denke ja nicht anders, als ich sitze in der guten Stube. Da kann ja alles vergehen. Nee. Da bleibe ich lieber bei meinem Hütteloch. Friedrich. Also ehrlich, ich begreif's nicht. Warum willst du es ihm denn jetzt immer noch sagen? Nach so vielen Jahren. Wie schön hier alles geworden ist. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, deinen Sohn bei Krishan unterzubringen? Weil Jon hier die IP-Stelle angeboten wurde. Und da habe ich gedacht, wenn ich die beiden jetzt zusammenbringe. Also ich meine, wenn Krishan Jon kennenlernt, bevor er erfährt, dass er sein Vater ist. Dass er viel eher bereit ist. Naja, aber jetzt ist mir auch nicht mehr so wohl dabei. Bereit ist wofür? Mir wofür bereit? Naja, ich weiß nicht mehr ein und aus. Ich bin seit 3 Jahren arbeitslos. Jons Studium, dann die Facharztausbildung, die Praxis, die er sich danach einrichten will. Ich kann ihm einfach finanziell nicht mehr unter die Arme greifen. Und da habe ich gedacht, wenn Grishan als sein Vater, naja, er macht doch überall Reklame für seinen Landgasthof, verstehst du? Und na, es scheint ihm doch gut zu gehen. Tja, er hat's weitergebracht als mancher von uns mit Abitur und Studium. Ich zum Beispiel. Promoviert und arbeitslos. Dolmetscher gibt's wie Sand am Meer. Wie wär's, wenn ich dir ein Darlehen gebe? Dann brauchst du Krishan nicht und er muss es nicht erfahren. Danke, Oleg, aber ich könnte dir das nie zurückzahlen. Mia, wer nicht nehmen kann, der kann auch nicht geben.
Ich weiß, dass du es gut meinst, Oleg. Aber Grishan ist sein Vater. Ja, sicher. Aber was wird Jon dazu sagen? Um Himmels Willen, das darf er nie erfahren. Das muss ich seinem Vater, also meinem Mann, ganz fest versprechen. Okay, dann mache ich dir einen zweiten Vorschlag. Ich stelle dich bei mir ein. Ich zahle gut und dann kannst du vielleicht... Vergiss es. Wisch mal runter, nach Levis! Komm, nimm ab, fang nicht doch! Bis gleich, Nigge! Wurde ja schon der feine Besuch. Guten Tag, der Oleg. Und der Mir hat recht. Ja. Guten Tag. Ja, da kommt doch gleich, nein. Den Jungen folgen Sie noch beim Osterreiten. Es ist so ein Wiedersehen nach so langer, langer Zeit. Also der Grishan wird sich freuen. Na und die Traudel erst. Ist das Grishans Enkel? Nein, nein, das ist der Kleine von Lebels von nebenan. Wir haben nur die Conny. Die hat sich bis jetzt Zeit gelassen, aber... kann sich ganz schnell ändern. Kinder, nun setzt euch doch. Die wird sich nämlich morgen verloben. Mit Onkel Jon! Du holst ja mal den Küchen. Junge da schnell, der ist der fix. Wer verlobt sich morgen? Siehst du? Hast du davon, dass du den Maul nicht halten kannst? Soll das heißen, mein Jon und Grishans doch sich morgen verloben? Aber wir sollten das nicht verraten. Das geht nicht. Das darf nicht sein. Jon? Was hat sie denn? Und Grishans doch. Oh, oh Gott! Oh Gott! Wutzenkopf! Wasser! Schnell, ja. schnell! Herr Kreisler, könntest du dich irgendwo hinlegen? Natürlich, drüben im Gästehaus. Komm, ich zeig's euch. Gleich über den Hof. Wir finden schon, danke. Hat schon alles fertig gemacht. Mach mal die Tür. Oh mein Gott, was hat die bloß? Blaue Tür im Hof. So was, aber so was aber auch. Mein Gott, was hat die bloß, was hat die bloß? Mir wird's gleich selber ganz schlecht. Hier, die Osterwasser, das ist meine Quelle. Ich helfe da wieder auf die Beine. Na, dann nimm auch schon. Willst du mich vergiften? Auf ein Bein kann man doch nicht stehen. Oder ob's vor Freude war? Nun, ich denke eher, unser Conny ist hier nicht gut genug. Mia kennt sie ja überhaupt nicht. Hat sie eben was Besseres für ihren Jo in den Kopf gesetzt? Doch genau wie du für deine Traude. Davon verstehst du nicht. So muss Osterwasser schmecken. Die dürfen sich nicht verloben, die dürfen einfach nicht. Du musst Jon rein Wein einschenken. Er muss doch wissen, dass sie seine Halbschwester ist. Ich kann sie nicht. Ich kann sie einfach nicht. Traudel, kommst du? Hallo, so friedlich beieinander. Da stimmt doch irgendwas nicht. Warum habt ihr denn nicht Bescheid gesagt? Sie sind ja schon da. Ja, da schon, aber... Prost, denn? Oleg! Mensch, Alter! Gut siehst du aus, du. Oh, du aber auch, hm? Das wird ja mal Zeit, dass wir uns wiedersehen. Ich hatte es mir längst schon vorgenommen, aber wie das so ist, Walter, komm. Oleg, ich freue mich so. Ihr zwei Unzertrennlichen. Ich sehe euch noch vom Lehrerzimmer stehen. Ihr habt doch immer irgendwas verbockt. Ja, das stimmt. Erinnerst du dich noch an Latein bei Mias Vater? Amo Virginis, si oscula tandem Grishan. Fahren Sie fort. Nee, wir fahren nicht fort. Wir bleiben Ostern daheim. Kommst du da oben zum Osterfeuer? Mein Vater habt ihr aber auch ganz schön hochgenommen. Ja, freilich. Was wissen Sie über Newton, Grishan? Newton? Newton? Nicht, Herr Doktor. Ihr Antwort. So, jetzt stoßen wir erstmal an. Worauf denn? Ja, auf unsere verflossene Jugendzeit. Und auf unser Wiedersehen. Aber wo ist Mia?
Die hat sich ein bisschen hingelegt. Hingelegt? Ist sie krank? Ja, da wäre beinahe umgekippt. Umgekippt? Vor Freude, denke ich mir. Na, ich denke eher vor Schreck. Weil sie gehört hat, dass ihr John und unsere Conny... Ihr habt ihr es ja nicht etwas schon gesagt. Oh nein. Ihr habt es also ausgeplappert. Ich doch nicht. Der Junge von Lebels war's. Und wer hat davon überhaupt angefangen? Schieb's nur wieder auf mich. Was war, es muss auch wahr bleiben. Also mein Gott, immer schiebt ja alles auf mich. Schöne Ostern. Mutter! Auf Ostern. Ach hier, das Quergebäude. Das will ich für John ausbauen lassen. Unten die Behandlungsräume, oben die Wohnung. Na, du sagst ja gar nichts. Gefällt dir wohl nicht mein Plan? Doch, aber ist das nicht noch ein bisschen zu früh? Zu früh? Ich meine, da kann auch viel dazwischen kommen. Oleg, was soll denn da dazwischen kommen? Oleg, die Conny ist ein feines Mädchen und gescheit. Nicht, dass ihr denkt, sie macht hier nur Bedienung. Nee, sie ist nämlich gelernte Krippenerzieherin. Nur mit den Krippen, da war es ja dann vorbei. Und Joan kann sie doch später mal kurz zur Hand gehen, auch wenn sie keine Ärztin ist. Das meine ich ja nicht. Na siehste. Tja, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, hier, schau mal. Wo hier der Misthaufen jetzt ist, da soll mal ein Spielplatz hin. Für uns kleine Patienten. Ja, und natürlich auch für den eigenen Nachwuchs. Christian, ich glaube, ich brauche jetzt einen Mann, bitte. Mir ist ein bisschen... Aha, verstehe. Bist wohl gestern mit Mia leicht versumpft. Mutter. Verdirb uns doch nicht den Tag. Och, ich euch? Hast du ihr von Elvira erzählt oder nicht? Was hat denn Elvira damit zu tun? Mutter, Elvira war depressiv und sie hat sich umgebracht. Trottel, bitte. Fang nicht wieder davon an. Ich mache mir Gedanken wegen Mia. Vielleicht hält sie es für eine Erbkrankheit und glaubt am Ende gar, dass Conny irgendwie... Das ist doch alles Unsinn. Aber es muss doch einen Grund geben, dass sie so reagiert hat. Ach, was? Vielleicht war sie ein bisschen überrascht. Oder sie fühlte sich übergangen. Rose, Traudel, das Sekt gleich! Wird sich alles aufklären, Traudel. Alter. Ja, nun komm doch endlich, wir wollen nur anstoßen. Auf unser Wiedersehen, mir. Du hättest dir gedacht, dass unsere Kinder uns eines Tages noch mal zusammenbringen? Du, lass mich doch mal lieber hin. Traudel. Ja. Mir. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass wir uns mal wiedersehen. Ich auch nicht. Und jetzt werden wir sogar miteinander verwandt und kriegen mal gemeinsame Enkelkinder. Also, darauf trinken wir jetzt. Tut mir leid, Trottel, aber ich kann nicht. Mir ist nicht so. Das verstehe ich. Aber dann später, ja? Also, ich koche uns erstmal einen Kaffee. Und dazu gibt's Kleckselkuchen, wie früher. Den habe ich lange nicht gegessen. Wenn der John kommt, ich muss dringend mit ihm reden. Entschuldige dich, ich lege mich ein bisschen hin. Ja, warte! Versteht ihr das? Bitte wohl nicht so rumturm, er macht mir eine Pferde scheu. Ja, ja. Komm mal, Jungfrau. Warte mal. Heute habe ich keine Zeit. Du Jung, guck mal, ich habe hier einen in der Hose. Na sowas, zeig mal her. Kannst du das wieder zunehmen? Ich glaube, das kann deine Mutter viel besser. Ja? Du, deine Mutter ist schon da. Da komm, die wird aus allen Wolken fallen. Das ist es schon. Wieso? Weißt du etwa schon? Wer war's? Die Große oder du? Lebels Junge war's. Du kommst schon, geh mit zu mir. Na, lieber nicht. Ganz außer sich war sie ganz aufgeregt. Weshalb denn? Na, so wie sie reagiert hat, scheint ihr nicht zu passen, dass er für ihren studierten Sohn eine Spessnis aufgetrieben hat. Da war sie auf eine Ärztin scharf. Gott, das ist ja wie im Mittelalter. Quatsch, du kennst doch meine Mutter gar nicht. Na klar, zumindest aus ihren Briefen. Wie bitte?
Du hast meine Briefe gelesen? Na und? Das lag doch alles rum. Deshalb musst du doch nicht alles durchschnüffeln! John! Mama, ich liebe Conny. Was hast du denn gegen sie? Wer sagt denn, dass ich was gegen sie habe? Da verstehe ich dein Verhalten nicht. Was passt dir denn nicht an ihr? Du kennst sie doch gar nicht. Ich dachte, du freust dich, dass ich endlich die Richtige gefunden habe. Und was ist denn los mit dir? Ich verstehe dich nicht. Ich habe euch in Bautzen gesehen. Ein ganz reizendes Mädchen. Ja, aber müsst ihr euch gleich verloben. Das kam wirklich überraschend für mich. Du warst es doch, die es nicht erwarten konnte. Du! John. Ich muss dir etwas sagen. Das betrifft nur dich und mich und deinen Vater. Ja, nun sag's schon. Es fällt mir wirklich nicht leicht. Was ist denn? John, die Conny ist weggeritten, Hals über Kopf. Habt ihr euch gestritten? Das gibt's doch nicht. Ihr Pferd ist doch vom Osterreiten noch nicht zurück. Das ist es ja. Sie hat sich Mustafa gegriffen. Mustafa? Der ist doch noch gar nicht richtig zugeritten. Was war das für ein Quatsch? Hätte das Genick brechen können. Entschuldigung. Ich hab's nicht so gemeint vorhin. Entlass mich. Conny. Deine Mutter scheint dir wichtiger zu sein als ich. Einfach wegzurennen. Quatsch. Ich wollte sie zur Rede stellen. Was hat sie denn gesagt? Dass du ein reizendes Mädchen bist. Lügner. Komm mit und fragen Sie. Ob dir es passt oder nicht, Mia. Ich sag nur mal, was ich denke. Aber du? Es geht nur mich und John was an. So? Wenn du glaubst, John weiß es nicht. Er weiß es schon lange. Was? Er weiß es? Und es stört ihn überhaupt nicht. Das kann gar nicht sein. Doch. Und es ist auch nicht erblich, sagt er. Du brauchst ihm unsere zukünftigen Enkel keine Sorgen zu machen. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Von Elviras Depression. Elvira? Das war doch deine Schwester, die umgekommen ist. Sie hat sich mit Schlaftabletten vergiftet. Das ist furchtbar. Aber warum erzählst du mir das jetzt? Du denkst vielleicht, dass Conny auch... Was hat denn Conny damit zu tun? Sie ist Elviras Kind. Was? Was sagst du da? Wir haben sie damals zu uns genommen. Und adoptiert. Weil wir doch selber keine Kinder haben konnten. Traudel, das habe ich nicht gewusst. Du. Das habe ich wirklich nicht gewusst. Conny ist nicht eure Tochter. Wirklich nicht? Nein. Bei Krishan und mir hat es nicht geklappt. Er wollte keinen Test machen. Er hatte wohl Angst, dass es an ihm liegt. Es lag garantiert an ihm. Da hast du sicher recht. Zum Glück haben wir Herr Conny. Weiß sie es? Als sie 14 war, haben wir es ihr gesagt. Und? Umarmt hat sie uns. Ganz fest. Irgendwann hätte sie sowieso erfahren. Ein Kind muss doch seine Herkunft wissen. Wie wahr? Kommt drauf an, Trottel. Kommt drauf an. Sie ist gar nicht eure Tochter? Natürlich ist sie unsere Tochter. Wenn auch nicht unser Fleisch und Blut. Naja, bald kriegen wir ja noch einen Sohn dazu. Ach, du glaubst ja gar nicht, wie der Junge mir schon ans Herz gewachsen ist. Prost. Oleg, du glaubst ja gar nicht, wie froh ich bin. Ich hab's auch gerade erfahren. Na bitte, ihr sind's. Komm rein. Mein Gott, da bist du ja. Was ist denn?
Na, du hättest dir das Genick brechen können, einfach so auf und davon. Mia, das ist unsere Conny. Wild, aber durchaus zähmbar. Und unheimlich hübsch. Ich freue mich. Ich setze das Essen auf, ja? Ja, ich helfe dir. Bis gleich. Die gefällt mir wirklich. Auf die passt du auf. Übrigens wolltest du mir doch vorhin etwas sagen. Ja, das ist Oleg, mein alter Schulfreund. Komm. Hallo, ich bin Mutters Sohn. Freut mich. Entschuldige. Na, was wolltest du mir denn sagen? Das hat Zeit. Bitte? Warum? Weil... Wenn es dir recht ist, Mia, werde ich es ihm sagen. Deine Mutter und ich, wir haben beschlossen... Also... Ich habe vor, sowas wie dein Stiefvater zu werden. Wenn du nichts dagegen hast. Also, Oleg. Man muss das doch erfahren. Was? Ihr beide? Das ging aber schnell. Ich bin selber überrascht. Also, das war der Grund. Conny. Sag mal, spinnst du? Conny, haben wir was dagegen, dass die beiden... Nö. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Oleg und du? Das ist ja ein Ding. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie mich das freut. Aber ich traue. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Wisst ihr was? Wenn ihr nichts dagegen habt, dann machen wir morgen eine Doppelfeier. Ich würde ein großes Fest geben. Wie wär's mit uns, Ben? Es wäre doch ein Abwasch. Du bist mein Jasch. Und er nicht. Meine wunderbare Frau. Komm, wir gehen ins Feuer. Ja, du musst mal weg. Ein Wackelschirmchen. Oh, den Wald geht's gut. Toll, wie die beiden miteinander harmonieren. Ich dachte immer, die passen überhaupt nicht zusammen. Ich habe immer gedacht, er hätte sie aus Anstand geheiratet, weil was Kleines unterwegs war. Da haben wir uns halt geirrt. Oh, danke, nein, wir haben genug. Danke, danke. Später vielleicht. Entschuldige. Willst du es Christian sagen? Das ist so schlimm. Das bräuchte ich überhaupt nicht fertig. Schon wegen Traudel nicht. Das hab ich gewusst. Aber, was aber? Uns beide betrifft, das war... Mein drittes und letztes Angebot. Also überleg dir es gut, bevor du wieder eins hast. Ja! Erinnerst du dich noch daran, dass wir damals über das Osterfeuer geflogen sind? Ja. Wer drüber kommt, heißt es den. Komm, wir versuchen es nochmal. Ja? Ja? Du, und wenn wir das schaffen, dann nehme ich dein Angebot an. Und? Nein! Ja! Versuchst du es mal mit mir? Mit dir? Niemals. Wo ich mir heute extra die Hände gewaschen habe, rasiert halt mich hoch. Jetzt kriegst du trotzdem keinen von mir. Ja, ich bin dabei wahrscheinlich nie. Was? Oh, oh. Ja, jetzt schlägt 13. Ja, was ist? Mama springt. Nur wenn du mich am Arm nimmst. Aber lass mich. Ich will doch gar nicht.